Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Episode von SCP. Die Wally-Kollegen müssen natürlich erst mit dieser Rede anknallen, natürlich. Wir fahren heute den VW Passat von 2009 in der Zoll-Version. Und zwar hat sich jemand von den Zuschauern gewünscht, dass ich mal Zoll fahre und besser Zoll spiele. Und daraufhin habe ich German Mods angeschrieben, die ja die ganzen deutschen Texturen erstellen und so weiter. Und habe eben nachgefragt, ob sowas möglich ist, sowas zu erstellen. Und daraufhin hat er mir gesagt, dass er sowieso gerade an sowas arbeitet und hat mir das dann direkt geschickt, sobald er fertig war. Deswegen ein Dankeschön an German Mods und mit dem Schmuckstück gehen wir jetzt auf Streife, beziehungsweise auf Kontrolle und was halt so der Zoll macht. Viel Spaß bei der Episode. So, das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach, einen Zoll zu spielen bei SCP-Defahren, was natürlich wenig Einsätze gibt, die speziell auf den Zoll zugreifen, beziehungsweise, ne? Für einen Zoll bestimmt sind, weil natürlich da zwei andere Arbeitsfelder hat, die sie abdecken müssen und andere Sachen, worum sie sich kümmern müssen natürlich. Auf jeden Fall ein schickes Fahrzeug, muss ich sagen. Eine schicke Textur. Und ja, ich freue mich, dass ich das, ich glaube, das erste spielen darf und auch hochladen darf als Video. Ich glaube, sowas gibt es als Video noch nicht und deswegen würde ich sagen, weil unter anderem auch... Oh, shut up jetzt. Ich mache jetzt mal ganz kurz die Einsätze hier aus, weil das ist ja nervig, wenn ich hier dauernd unterbrochen werde. Ist natürlich Schwarzarbeitsbekämpfung und Abgabengerechtigkeit, Steuerabgabengerechtigkeit und sowas fällt alles in die Arbeitsfelder des Zoll und deswegen komprimieren wir jetzt den ersten ausländischen Laden vielleicht mal hier. Ja, schön. Guten Tag, die Dame. Der deutsche Zoll, guten Tag. Bleiben Sie mal ruhig, Miss. Das ist okay. Ich wollte es eigentlich ja nicht randalieren, sondern... Ist okay. Dann lämmt ihr doch mal ruhig. Bleiben Sie ruhig, Miss. Alles okay. Der deutsche Zoll möchte nur Sie kontrollieren und Ihren Laden und sonst möchte eigentlich nichts. Deswegen würde ich mal gerne Ihre Personalien sehen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man da die Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitsgenehmigung dabei haben muss jedes Mal. Ich glaube aber, ich habe mal sowas gehört. So. Bleiben Sie jetzt mal ruhig, sonst muss ich Sie festnehmen und das ist dann unschön für beide von uns. So, wir kontrollieren die Dame, ob die irgendwelche Haftbefehle oder sowas hat. Haftbefehl. Gucken wir uns mal ein bisschen um, weil natürlich der Zoll sich auch um Plagiate kümmert, aber so wie es aussieht, dürfte das hier nichts Markengeschütztes sein. Das ist halt ein kleiner russischer Laden und okay, keine Haftbefehle, sonst nichts. Eine saubere ID, die Dame. Deswegen würde ich sagen, wir verabschieden uns. Wie gesagt, die Waren sehen auch nicht so aus, als ob sie irgendwie gefaked wären oder sowas. Ist okay jetzt, ist okay. Mit ihnen ist alles okay, außer dass sie vielleicht ein bisschen zu viel getrunken haben. Sie können ruhig hier bleiben. Sie haben, sie arbeiten hier. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ist okay, sie können auch mitkommen. Und ja, um sowas kümmert sich natürlich der Zoll. Ja, natürlich. Ich glaube, das hört der Zoll selten, dass die gerne wiederkommen sollen, falls wir wollen, aber naja. Eine sehr nette Dame, muss ich sagen, von daher. So, und noch dazu gehört natürlich Verkehrskontrollen im Sinne von Ladungssicherung wahrscheinlich. Und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, wir begeben uns einfach mal auf die nächsten Highways. Und sowas würde ich sagen, ignorieren wir jetzt einfach mal. Ich habe, wie gesagt, auch gerade die Einsätze abgeschaltet, weil es einfach nichts, weil da einfach sowieso nichts kommt, was mit dem Zoll irgendwie in irgendeiner Weise zu tun hätte. Deswegen kümmern wir uns mal heute lieber darum, würde ich sagen, um Ladungssicherung und Arbeitsgenehmigung und so weiter und so fort. Und Schwarzarbeitbekämpfung haben die natürlich ganz oben mit Baustellenkontrolle und so weiter. Also falls wir Baustellen sehen sollten und ich nicht allzu blöd bin und auch dran denke, werden wir uns natürlich darum kümmern, die dort Arbeitenden zu kontrollieren, bevor wir den Bus hier hinten reinfahren. So, wie gesagt, Produktpiraterie. Ich habe nebenbei die Seite vom Zoll offen, deswegen kann ich ein bisschen angeben mit meinem nicht da seienden Wissen. So, Einsatz gegen Schmuggel und Kriminalität. Ist ja logisch, Kriminalität ist halt eine Polizeibehörde, ne? Und Terrorismusbekämpfung, dass auch keine Lieferung irgendwie an Terroristen in Deutschland kommen, zum Beispiel, keine Ahnung, Bombenbauteilchen aus Usbekistan, keine Ahnung, irgendwie sowas, dass halt nichts nach Deutschland kommt und die halt sich da um die Pakete, Durchleuchtung und alles Mögliche kümmert. Oh, Gottes Willen. Natürlich auch
an Flughäfen die Durchleuchtung von... Paketen und so weiter und Gepäck. Natürlich auch eine ganz große Rolle. Was? I got a nice stick, oder was hat er gesagt? Ich möchte es gar nicht wissen, ehrlich gesagt. So, auf jeden Fall würde ich sagen, wir begeben uns mal auf den Highway und gucken mal, ob uns vielleicht irgendein LKW oder sowas entgegengekommt. Entgegenkommen ist vielleicht ein bisschen blöd, weil das wäre ein Falschfahrer. Und da sind wir wieder. Das Spiel ist abgestürzt. Nichts Neues. Irgendwie regt mich das halt auf ein bisschen. Aber naja, ich würde sagen, wir kontrollieren mal hier die Arbeitenden auf dem Flughafen. Weil wir haben sowieso gar nichts weiter zu tun. Und bevor wir wieder Einsätze herkriegen, die mit denen wir nichts anfangen können, würde ich sagen, kümmern wir uns darum. So. Der deutsche Zoll, schönen guten Tag. Und der da weg ist eigentlich der am verdächtigsten ist. So. Wie gesagt, der deutsche Zoll, ich habe mal gerne Ihre Ausweispapiere etc. So, weil ich glaube eher weniger die Angestellten auf Flughäfen bzw. kontrollieren. Sondern vielmehr die Gepäcke und so weiter und so fort. Aber hey. Man kann es ja mal versuchen. Deswegen, wie gesagt, man muss hier sich ein bisschen suchen, was wir denn nehmen und was wir machen, vor allem ein bisschen rumfantasieren, weil Einsätze dafür gibt es eben nicht und der hat zwei Haftbefehle offen. Seht ihr, und hätte ich das jetzt nicht kontrolliert, hätte ich das nie rausgefunden. Da hinten, den kriegen wir auch noch. So, sie sind hiermit festgenommen, gegen sie liegen nämlich Haftbefehle vor. Deswegen bitte ich sie mal, sich umzudrehen, damit ich sie durchsuchen kann, damit sie mir nicht gefährlich werden können. Nichts anderes als... bei der Polizei auch. So, das Fahrzeug ist weg und er steht ein bisschen anders, weil das Spiel wieder abgeschossen ist. Ich weiß nicht, es hält gerade irgendwie keine 30 Sekunden durch. Hier, wie wäre es, wenn du bitte mal dich zur Festnahme... Nicht mal vom Zoll, ne? So, wir rufen natürlich die Ambulanz, insofern das irgendwie das Spiel durchhält. Vielleicht liegt es doch tatsächlich am Passat. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Wie gesagt, den Passat könnt ihr downloaden natürlich auf german-mods.de, wenn ich das jetzt richtig... Hallo? Ja, das wird nicht besser, wenn du aufstehst, du Idiot. Könnt ihr downloaden natürlich, wie immer, in der Videobeschreibung zum Download verlinkt. So, da ist der Krankenwagen schon. Nachdem werde ich gleich erstmal wieder das Zollfahrzeug spawnen lassen, in der Hoffnung, dass es jetzt nicht wirklich abstürzt sofort. Jesus Christ. Ja, dann kümmert euch mal um den Idioten. Wir haben eine schicke Kulisse, eine scheiß laut, aber eine schicke Kulisse. Der Flughafen. So. Na. Jetzt sagt man, dass er tot ist, weil ich ihn ins Bein geschossen habe, oder wie? Nein. Ja, das hoffe ich doch. So, gut, und wir, würde ich sagen, setzen unsere kleine Kontrolle fort. So, und da sind wir auch wieder. Mal gucken, wie lange. Ich freue mich. Wie ein Schlosskönig. Er steht doch wieder rum. Das sind die Sicherheitsleute, ist okay. Die unseren quasi. So, hier steht auch nichts rum, da würde ich sagen, wir drehen die Runde weiter rund um den Flughafen. So. Der Krankenwagen weiß auch nicht, wo er hin mag, so wirklich. Das ist schon nervig, wenn der da das Spiel abstürzt. Da geht auch die Laune flöten. Was macht denn der Ringereihe Ritze fahren, oder wie? Und wie ihr seht, es hat tatsächlich geklappt. Ich habe heute einen Sprachfehler. Es hat tatsächlich geklappt mit dem... blaue Reflexion da, die ich letzte Episode angesprochen habe. Jetzt blinkt's und blitzt's in blau. So, gut, das wollte ich nicht. Ich gucke mich mal nur eben um, wen ich hier vielleicht kontrollieren könnte, einfach mal. Ich beschränke mich jetzt einfach mal ein bisschen auf Personenkontrollen. A drunk driver, das interessiert mich überhaupt nicht.
So. Damit ihr auch mal die das Blaulicht seht. Gut, wen könnten wir denn hier mal... Was seid ihr denn für welche? Kommt ihr vom Mars? Den Krawatten nach auf jeden Fall. So, wir gucken uns jetzt den mal hier an, weil der nicht so einen dämlichen Helm auf hat. Einen Piloten werden wir kaum kontrollieren wollen. Ein bisschen sinnlos, glaube ich. So. Schönen guten Tag, der deutsche Zoll. Ich habe mal gerne Ihre Ausweispapiere gesehen. So. Ich mache jetzt einfach mal ein bisschen mehr Cuts dazwischen, damit wir einigermaßen ein bisschen was aufgenommen haben. Zur Not, falls es wieder crasht. Wie gesagt, soweit das Spiel crasht und ich gerade während einer Aufnahme bin, ist die Aufnahme gelöscht quasi. Zumindest im Arsch. Gelöscht ist sie nicht, aber im Arsch ist sie. Und deswegen lieber ein Cut zu viel als ein Cut zu wenig und dann Frustration, weil ich nichts aufgenommen habe. So, okay, dann würde ich sie dennoch gern nochmal kontrollieren, was sie so bei sich tragen vielleicht. So, ich komme auch zu ihnen auf die Bank. Perfekt. Ja, ja, so nett sind wir. So, und hat er was? Nope, gut, da kann er natürlich weitergehen. So. Ich würde sagen, wir fahren mal auf eine Baustelle oder so und kontrollieren mal die Sicherheitsvorschriften und so weiter, ob da alles eingehalten wird. So, Baustelle wird es vielleicht nicht, aber vielleicht wird es eine Verkehrskontrolle, weil ich würde gerne den Bus da hinten mal kontrollieren, ob da alles sicher ist und so weiter. So, der fährt natürlich jetzt dort lang. Dann müssen wir mal gucken, wo wir den noch kriegen und ob wir das schaffen, bis das Spiel wieder abstürzt. So. So, wie gesagt, ein schickes Fahrzeugchen. Nur die Steuerung ein bisschen eigenartig. Dieses Gewackel da ist bisschen doof, aber sonst bin ich echt zufrieden damit. Und ich freue mich auf den T5, freue ich mich. Da gibt es wahrscheinlich wieder eine etwas längere Episode. Weil mit dem Fahrzeug, zumindest von der Polizei, den ich gefahren bin, vorletzte Episode, glaube ich, in der 90. war das, war das Spiel weitaus stabiler. Also wie ich schon sehe da hinten, ist die Ladung nicht gerade wirklich sicher, muss ich sagen. So, wir hoffen einfach mal, dass es jetzt klappt hier und mich niemand tot fährt. So, na mal gucken. Schönen guten Tag, Sir, der deutsche Zoll. Und zwar hätte ich mal gerne Ihre Papiere gesehen. Wie nennen wir das jetzt mal? Nicht straßentauglich, würde ich sagen. So, die Lizenz und Ausweispapiere bitte mal. So, checken wir ab natürlich. Machen wir aber am Fahrzeug natürlich. Wow. Move your ass, sagt er zu mir. Ist der bescheuert? Mal ehrlich, hau ab. So, zwei Haftbefehle hat er natürlich. Naja, okay, da würde ich sagen, wir lassen natürlich aussteigen. So. Sir, theoretisch war das eigentlich nur eine Verkehrskontrolle, weil Ihre Ladung hinten auf der Ladefläche nicht sehr gesichert schien. Aber jetzt ist natürlich ein Haftbefehl gegen Sie offen, deswegen muss ich Sie bitten, Sie mal kontrollieren zu dürfen. Ganz kurz auf irgendwelche Waffen oder so. Ja, bleibt ruhig. Hupen einen sogar die Kollegen schon an. Das ist echt Wahnsinn. Traurig. Traurig. Nope, kann er nicht. So. Sie sind hiermit festgenommen. Wir müssen natürlich Ihre Haftbefehle vollstrecken. Wow! Alter. Warte, wenn ich mit dem fertig bin, bist du dran. Komm, nimm den fest, schnell. So, Sie wissen schon, warum ich Sie jetzt aus dem Auto hole. Davon abgesehen, dass das Spiel abgestürzt ist und mir alles weggespawnt ist, was wegspawnen kann, sind Sie mir nämlich hinten reingefahren. Machen Sie gefaced einen Mund, das ist obszön. So, also, hier erstmal bitte... Nope. Falsch. Kann man sich ja mal verdrücken im Gedächtnis. Ihre ID sehen. So sieht es nämlich aus.
So, wir gehen mal ein bisschen beiseite, dass wir hier nicht umgefallen werden. Nicht noch mehr als sowieso schon von dem Idioten hier. So. Sie denken also, mir hier irgendwie hinten reinfahren zu können. Deswegen würde ich sagen, wir checken mal eben die ID ab. Weil das darf er nämlich nicht. Das darf keiner. Mir fährt keiner hinten rein. Wir sind jetzt schließlich nicht im in der katholischen Männersauna. Katholischen. Er wird nichts hinten reingeschoben. Okay, Dreifbefehle natürlich. Nope, ich wollte eigentlich davor kontrollieren, aber ist egal. Jetzt ist er eh festgenommen. So, wie gesagt, sind festgenommen. Ihre Haftbefehle werden hiermit vollstreckt. Entschuldige dabei einen Sprachfehler heute. So, und du wirst abgeholt von den Kollegen der Polizei. So, und ich hoffe, ihr entschuldigt heute mein Outfit, wie gesagt. Ich habe gerade kein Zoll-Outfit gefunden und wollte halt eine Zoll-Episode aufnehmen. Wo bleiben die Kollegen vom Zoll? Ihr könnt ja beide schon mal den, von der Polizei, den Zoll, Passat wieder. Ach, Paul Patriot, ja, ist klar. Mein Gott. Police 2. Spawnen lassen. Die kommen aber auch ganz schön angerast hier so. So. Müssen die aussteigen und ihre Sirene wieder anschalten? Ja, jetzt kommt eine... Oh, Jesus. Weiß am wenigsten, wie es... Oh, Halleluja. Nochmal hinten dran? Nee. Habt ihr irgendwas verpasst? Oh, oh. Nochmal über den Kopf gefahren? Nee. Das ist natürlich jetzt ganz dumm gelaufen, aber der Krankenwagen ist ja zumindest schon mal da. Das ist ja der Wahnsinn. Was macht denn ihr hier mit dem? Hallo? Ja, da steht wieder auf. Ist okay. Also Probleme? Hm? I'm dying here. Da fährt jemand tot und sagt, I'm dying here. Ja, nee, ist klar. Warte mal, wir könnten natürlich jetzt einen Krankenwagen rufen. Wir lassen uns aber natürlich ganz viel Zeit, weil er schließlich uns auch hinten reingefahren ist. So, jetzt auch mal gut hier. Muss der wohl einen Schaden haben? Jetzt fahrt er ihm auch noch über die Beine. Hier, stopp jetzt. So. Was hier abgeht. Wahnsinn. Ich würde sagen, ich beende auch gleich die Episode, weil ich sonst heute Depressionen bekomme, weil das Spiel dauernd abstürzt. Es kotzt mich an ein bisschen heute, aber naja. Auf jeden Fall in den nächsten Tagen auch garantiert nochmal eine Episode mit dem VW T5, der gemacht werden soll, sagte der liebe Onkel von German Mods. Und darauf freue ich mich. Und wenn dann die Episoden, beziehungsweise das Spiel genauso stabil läuft wie auch bei den Polizei-Episoden mit dem T5, dann bin ich happy und dann wird das natürlich auch eine längere Episode als die heute vielleicht. So, okay, dann würde ich sagen, ab in die Endcard. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir immer einen Daumen nach oben da und ein Abo, damit ihr keine Episode mehr verpasst. Und ja, wie gesagt, wenn ihr dieses wunderschöne Zollfahrzeug fahren möchtet, dann schaut wie immer in die Videobeschreibung. Dort ist wie alles zum Download verlinkt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und man sieht sich bei der nächsten Episode von LCP Diva. Macht's gut und tschüss.